Schon vor dem Konzil steht fest, dass sich die Väter auch mit dem Thema Mission beschäftigen sollen. Bereits 1960 hatte eine Vorbereitungskommission begonnen, einen Text auszuarbeiten. Ihre Mitglieder sind vorwiegend Europäer ohne Missionserfahrung. Die Vorlage vertritt die traditionelle Auffassung. Das christliche Europa entsendet Missionare dorthin, wo oft unterentwickelte Menschen noch nicht mit dem Christentum in Berührung gekommen sind. Ziel ist deren Bekehrung und die Errichtung von kirchlichen Strukturen. Das Verständnis der Universalkirche war eben europäische Kirche, westliche Kirche, westliches Christentum, westliche Theologie und Kirchenbild. Und es wurde auch der Begriff benutzt, der Plantatio Ecclesiae, der Transplantation der Kirche in anderen Kulturen. Die Kirche muss also wie Ableger eines Baumes in die anderen Erdreiche hineingesetzt werden, aber immer von dem einen europäischen, westlichen oder römischen Baum die Ableger. Also die Ortskirchen gehören, sind nur Filialen der Zentralkirche. Allein die vielen Bischöfe aus Afrika, Asien oder Lateinamerika stören sich an dieser eurozentrierten Sicht von Mission. Entsprechend negativ ist die Reaktion der Väter auf die Lesung der Vorlage in der Konzilsaula. Immer neu muss der Entwurf umgearbeitet werden. Doch auch so will das Ergebnis nicht überzeugen. Und dieses Dokument wurde von den Konzilsvätern verworfen. Es wurde gesagt, besser kein Dokument als ein schlechtes. Als 1964 das Dokument zur Mission zu scheitern droht oder auf einige wenige Sätze reduziert werden soll, schaltet sich der Papst ein. Paul VI., nach dem Tod von Johannes XXIII., der neue Papst, wirbt persönlich für ein neues Missionsdekret. Doch wer könnte diese Aufgabe übernehmen? Die Wahl fällt auf den Generalsuperior der Steyler Missionare, Johannes Schütte. Jahrelang war Schütte in China als Missionar tätig. Als sechster Nachfolger des Gründers Arnold Janssen ist er der Erste an der Spitze seines Ordens, der diese Erfahrung mitbringt. Schütte übernimmt nicht nur den Vorsitz der Gruppe, die das neue Schema erarbeiten soll. Er lädt die Gruppe ein, die ewige Stadt zu verlassen, um in der Abgeschiedenheit der Albaner Berge gründlich über das Thema nachzudenken. In der Abgeschiedenheit dieser Gegend errichten die Steyler Missionare am Beginn der 60er ein spirituelles Zentrum für Ordensmitglieder. Am 29. März 1965 beziehen einige Bischöfe, Kardinäle und Theologen die Zimmer. Unter ihnen ein 37-jähriger Professor namens Josef Ratzinger.